Es war einmal eine getigerte Katze namens Mercy Meow, deren Leben alles andere als friedlich begonnen hatte. Sie streifte hungrig und allein durch die Straßen, bis eine freundliche Seele sie aufnahm und zur Adoption auf Facebook freigab. So änderte sich Mercys Schicksal für immer. Die Anzeige erregte die Aufmerksamkeit von Julie und Andy, einem verheirateten Paar, das seine Familie vergrößern wollte. Gerührt von Mercys Geschichte, beschlossen sie, sie zu adoptieren. Als Mercy ihr neues Zuhause betrat, spürte sie sofort, dass sie ein Zuhause gefunden hatte. Julie und Andy gaben ihr all die Liebe und Pflege, die ihr gefehlt hatte, und Mercy Meow erwiderte ihre Zuneigung mit unendlichem Schnurren und warmen Kuscheleinheiten. Unter den beiden entwickelte Mercy eine besondere Bindung zu Andy, der als Polizeibeamter arbeitete. Jeden Morgen miaute sie vor der Tür und versuchte verzweifelt, Andy zur Arbeit zu folgen. Ihre Entschlossenheit berührte Andy, aber er dachte, dass eine Polizeiwache kein Ort für eine Katze sei. Eines Tages, angesichts Mercys unermüdlichen Drängens, gab Andy nach. »Gut, Mercy, heute kommst du mit mir.« Mercys Herz sprang vor Freude, als sie neben Andy ins Auto sprang. In der Wache angekommen, waren Andys Kollegen überrascht, diesen neuen Begleiter auf 4 Pfoten zu sehen. »Das ist unsere neue Rekrutin«, scherzte Andy. Die ersten Tage waren eine Eingewöhnungszeit für Mercy. Sie schlich zwischen den Schreibtischen umher, schnüffelte an der Ausrüstung und beobachtete aufmerksam das Kommen und Gehen der Polizisten. Nach und nach wurde sie zu einer vertrauten und beruhigenden Präsenz. Andys Kollegen begannen, Leckereien mitzubringen und in ihren Pausen mit ihr zu spielen. Schnell wurde Mercy Meow das inoffizielle Maskottchen der Wache. Ihre Anwesenheit brachte frischen Wind in eine oft stressige Umgebung. Sie schien ein Talent dafür zu haben, die Momente zu erkennen, in denen jemand Trost brauchte, und wusste immer, wem sie eine Umarmung oder einen beruhigenden Blick schenken sollte. Die Polizisten erzählten, dass der bloße Anblick von Mercy ihnen nach einem harten Tag wieder Mut machte. Mercy fand eine zweite Familie unter den Beamten und dem Personal der Wache. Jeden Morgen begleitete sie Andy mit Begeisterung zur Arbeit, bereit, den Tag ihrer Umgebung zu erhellen. Ihre Lebensfreude war ansteckend, und sie wurde zu einer lokalen Legende. Die Bewohner des Viertels kamen manchmal nur, um sie zu sehen, und sie begrüßte sie mit derselben Wärme. Mit Andy und seinen Kollegen hatte Mercy Meow ihren Platz in der Welt gefunden. Sie war von einem unsicheren Schicksal zu einem Leben voller Liebe und Freude gelangt und bewies, dass manchmal die Retter so klein wie eine getigerte Katze sein können.